Det är stort program, det grund av levande hoppning. Jag redna är Rudi Nyfeldt. Jag begreisjund i den nomen från Jesus Kristus. Kanst timer von der ihr sagt, Gott sin Gerechtigkeit jaft uns den Heiligen Jes. Und wenn wir Gott sin Gerechtigkeit haben, haben wir den Heiligen Jes, wo wir beinahe keine faire Weg gehen. In Römer Kapitel 3, Vers 21, sagt es uns, steht, aber nun ist Gott mit sin Gerechtigkeit für den Tag gekommen, ohne dort gesagt, wann auch dort gesagt, selbst in den Propheten, all du von reden dürfen. Dort ist Gott sin Gerechtigkeit, der all der Jeven, der an Jesus Christus glauben. Du hast kein Unterscheid, alle mohnhafte Sünde hinzämteren, zu kurz, wo er bei Gott sein soll. Schenk Gott an, der Erfordung und Gnade, durch die Rettung, die in Christus Jesus ist. Wo wir fingen an, dort Gott hat seine Gerechtigkeit abgestellt. Und so ist sehen, dort, wir versuchen alle mit unserer Gerechtigkeit nach Gott zu kommen. Und das ist unsere Natur. Und so ist wie abgewachsen sind. Wir glauben, das Reich und das Gott und das hoffentlich wird mir einen Tag nach Gott bringen. Aber die Wahrheit ist, dort unsere Gerechtigkeit kann never Gott seine Gerechtigkeit erreichen. Und dann, wo soll er wie proben, dann, wo ihr uns wieder meinen, und dann, wo handeln wir wieder sind, Gott seine Gerechtigkeit kehrt never to erreichen, mit Menschen seine Gerechtigkeit. Er schaut das auf keine Weise. Und wenn wir dort sehen, versägen, dann, wo wir immer mutlos sind, immer ohne Hoffnung und immer zweifeln. Ich kann das so sein in meinem Leben, ich kann das so sein über die Jahre, wo Menschen versägen, mit ihrer Gerechtigkeit nach Gott zu kommen. Aber hier sagt er uns in diesen Tags dort, Gott schenkt mit seine Gerechtigkeit für einen Tag, ohne dort gesagt. Und dort meint, dort gesagt, im Alten Testament, dort redet von dieser Gerechtigkeit. Dort meint, dort der Prophet im Alten Testament, der redet von dieser Gerechtigkeit. Das sagt dann so ein Petrus dort, die Propheten haben Verlangen zu sein, wenn diese Gerechtigkeit wird für den Tag kommen. Und dort meint, wenn Jesus Christus wird kommen, die wird auf ihr wandeln. Aber die schreiben mit den Nämlichen Helden Jesus, wird ich und du von der Hand aus wahre Ebene Menschen, die Nämlichen Helden Jesus, die Propheten dann lang trägt, kriegt sei, wird lang Luther passieren wird. Und diese Propheten haben Verlangen. Und dann kommt die Zeit, wo das erfüllt wird. Nun sehen wir in unseren Kalender noch, bis über 2000 Jahre nur dort, was dort geworden ist. Und die Versprechungen, die Ratung, die Heilige Jesus, schaffen Hammer, kriegt es dann. So, erstens werden wir mal ein klein bisschen anschauen. Gott seine Gerechtigkeit stellt uns gerecht für Gott, dort ist der Jesus Christus, wo kommt auf diese Erde, starb für denen meine Sinn, umtritt und hat starb für jeder Sinn. Nicht bloß für Wasser von denen mir. Er starb für jeder Sinn, und dort ist dort, er will dort, wie seine Gerechtigkeit annehmen. Und zu dort macht, wie einmal bei dir kommen, dort, die Gerechtigkeit, wo ich an Fass holen, wo ich glaube, was Gott genug hat, der einmal loslässt und sagt, Gott, ich kann nicht. Das sind mehrere Jahre drei, und es saßen endlich, mehr in der Dichten, halb halb zu uns, dann stünde ich tau, dort meine Gerechtigkeit wie nicht. Dann stünde ich tau, ich will verloren. Dann stünde ich tau, wo ich beine wie in meinen Sünden lebe, ich kann mich doch nicht herüthalten. Und ich sage, Jesus, verjaff mich für all meine Sünden schuld, wenn ich weiter sie umhänge. Und ich sehe eine Person, wie ich euer Fleisch, wenn ich was passiert mit dieser Niefel, die jetzt liegen in der Halle. Dort hat er klar. Aber ich weiß nicht, wo du rüberkommst. Aber wie ein Mann, wo der Chime und predigt mit Gott ist, und dieser Kampion schweigt, wie Nils Wolz, die wohnt von der Ostern nach Ontario, und so, der sieht dort so klar, dass er, wenn du nicht Jesus hast, und der wird von der Ort reinkommen, Jesus, dann wirst du hier sitzen bleiben. Und weißt du was, ich check mich mit so Rahmen und schweigt, ich wundere, ob ich der Einzige würde sein. Was du sagst, bleiben. Und als ich die Gerechtigkeit anerkenne, was Jesus, Gott hat in Jesus Christus, dann schreie ich dem Heiligen Jesus, und von du wieder habe mein Leben ganz geändert. Aber Gott hat mich von so vielen Dingen bewahrt, wo ich auch Kunst in der gehen. Und das meint nicht, dass ich nur ein perfekter Mann sehe und sie perfekt ist. Ich habe viele Fehler in mir, nur dort noch. Aber er hat mich geholfen in Christus Wasser. Jakobus Kapitel 1 sagt dort, du wir sollen uns frei, wenn verschiedene Versicherungen kommen, wenn es die Geber uns frei, wenn wir dort durch sind, dann können wir immer wieder sein, da wir sind immer menschlich, wo wir haben den Heiligen Jesus, der hält uns da durch, wie ich getrennt sei, dankeschön Gott, wenn uns da durchhalten. Wir wollen nicht Versicherungen durch den Stich gehen, wir wollen nicht Schwertet durch den Stich gehen, dort hat Gott die in mir nicht versprochen, aber er hat die in mir versprochen, in der Gerechtigkeit, wo er die in mir will nennen habe, der Jesus Christus, wenn wir du bist leben, dann wollen wir ein Tag mit ihm sein. Und das ist das Ziel. Gott hat ein Ziel für dich. Aber wenn wir dort ausleben können, muss ich dir einmal tauschen, dort wir kennen dort nicht uns selbst. Du wirst mal in Johannes gehen, wo wir auch lesen. Es sagt uns das in Johannes Kapitel 14, von 15, der ich 18 lese.
sagt er, wer mir Gott ist, wird mir nie bauen holen. Und ich werde dem Vater fragen, und der wird jünd einen anderen Tröster geben, der ewig bei jünd blieben wird. Dort ist die jährste Wahrheit, ist, den die Welt nicht kriegen kann, willst du den nicht sitzen und nicht schauen, je überschauen den willst, der wohnt in jünd und wird mit jünd sein. Ich werde jünd nicht aus Wesen schenken lassen, ich werde drei nur jünd kommen. Ist das nicht wundervoll? Gott hat gesagt, oder besser gesagt, hier Jesus sagt zu seinen Jüngern, hört mal her, ich war drin im Himmel, aber ich war einen Schrecken, mein Vater war Frau und der war einen Schrecken, der wird kommen mit Jüngern sein. Der Heilige Jesus wird dann mit den Jüngern wie mit den Aposteln wie, der Heilige Jesus nicht von der Ursache nach, mit jeder wahre Ebene Person. Von Pfingsttage an ändert er alle, wo der Heilige Jesus schaffen ist. Das ist, ich verstehe, im Alten Testament, der Heilige Jesus hat einen Dienst, dem hat der König schaffen, mit den Propheten schaffen, und das Volk Israel aus einer Nation soll dort fallen. Aber der Volk Israel aus einer Nation beweist klar, in sich selbst, eben mit Jesus, sie können dort nicht. Dann in Ezekiel, der Gott, der in Ezekiel eine Prophezeiung sei und sei, hört mal her, das wird alle andere. Da wird ein Tag kommen, wo ich dem Heiligen Jesus wo in den Menschen nennen werde. Und das passiert ab Pfingsttage, Apostelgeschichte Kapitel 2. Von du an hat der Heilige Jesus in wahrer Ebene Menschen gewohnt. In jeder Person, wo Jesus annimmt, da wohnt der Heilige Jesus werden. Und der Heilige Jesus merkt dort mehrlich, dass ich in Deutschland für den Herrn lebe. Wir fangen in Römer Kapitel 8, Vers 28, sagt es, wenn wir durch den Bett gehen, du wirst es an, es steht in diesem Vers. In Jerusalem, vielleicht Vers 26 anfangen, in Jerusalem halte der Jesus an seine an Schwachheit, und weil wir wollten nicht einmal, wo wir so recht beten sollen. Aber der Jesus betet für uns mit so einer Gefeilung dort, wie nicht wir dafür haben. Und heute an so Hotten und Jesek, weit, wo der Jesus im Sinn hat, weil der Jesus betet für der Heilige, du noch aus Gott dort gefällt. Wie wollten der Gott in alle Dinge immer das beste Werk für dich, die am Gott sind. Dort sind die heute geraubt haben, so aus heute dort wohl. Was wir fangen hier als der Heilige Jesus, als dein Vertreter für dich und mich. Für sicher Gott schreckt sie in den Sehen Jesus Christus, dort sie Vertreter für die Rettung. Dein mögt die Rettung erreichen, ob für uns, dann jaft er uns dem Heiligen Jesus, nun ist der Heilige Jesus, was in uns wahre geborene Menschen wohnen, der jaft uns die Kraft, dass wir können die Gemeinschaft haben mit Jesus Christus, wo wir einst einmal nicht mal wir haben, wir haben uns Leben, wo wieder zu gehen. Aber der Heilige Jesus tut und jaft uns, was uns fehlt. Und alles, was wir machen, ist, horche in seine Worte, der Heilige Jesus zu sein haben. Zum Beispiel, uns wahre geborene Menschen strafen wir einst einmal mit Dingen, wo wir uns nicht wundern, wovon loszukommen. Ich will dir ein kleines Beispiel geben. Wenn wir zum Beispiel nehmen Kontrolle. Es sind viele Dinge in unserem Leben, wo wir bis keine Kontrolle haben. Wir können auch keine Kontrolle über Kriegen nicht. Für zum Beispiel, wir können nicht Kontrolle, wenn wir ein kleines Baby haben, wenn er dort anfangen zu gehen, wenn er dort anfangen zu essen, was er dort annehmen, was er dort ausspielen. Das haben wir bloß nicht. Wir können dort auch nicht Kontrolle, wenn er dort ab hier mit der Wingel brücken. Dann haben wir vielleicht die Mama hat vielleicht einen Monat oder zwei, sie kann dir geben, um zu versichern, was du zu kriegen, wird nicht mehr auf der Wingel brücken. Dann einmal hast du, wo der kleine Baby sich war einig, wo er drei nur Square One gehen wollen, wo er war, kriegst du seine Sieg. Dann war er alle drei, Eva. Und die Mama, die gab never ab. So sind Dinge, die wir nicht kontrollieren. So sind die Dinge, die in uns leben, die wir nicht kontrollieren können. Und wenn ich spreche, Kapitel 24, Vers 28, du fängst wie eine Farge, du sagst es uns, es steht. Ein Mann, der sich selbst nicht beherrschen kann, ist aus einer Stadt, der die Wein durchgebrochen sind. Wir fangen auch dort, wird Kontrolle haben, nach einer positive Einstellung. Da haben eine positive Meinung. Du hast eine Meinung, die kann vielleicht negativ sein, aber du hast auch eine Meinung, die positiv ist, wo dann sagt dort, du hast eine Kontrolle, wo wir keine Kontrolle über haben. Und dort ist, wenn wir den Heiligen Jesus in uns Leben lassen, Kontrolle, und dann uns Leben über jeden tun, dann wird er uns Kontrolle tun, was ihm nicht gefällt, und dort wird uns eine wunderbare Erfahrung geben mit Jesus Christus. Ein von den Frucht von Heiligen Jesus, in Galater Kapitel 4, Vers 22, ist Selbstbeherrschung. Das ist eine Kontrolle. Selbstbeherrschung ist eine Kontrolle. Und du lässt wie den Heiligen Jesus uns Leben kontrollieren, und dann hast du Selbstbeherrschung. Ich will dir ein kleines Beispiel geben. Dort wird Kontrolle nicht unbedingt positiv, auch nicht negativ. Dort ist du nur, wo dort angebackt ist. Oder wo dort angehört ist. Zum Beispiel, in vielen Umständen ist das Wort Kontrolle haft eine negative Einstellung oder eine negative Weise, wie wir dort rückkommen. Zum Beispiel, wenn wir in unserem Leben sind, uns als Dinge angetan, wo wir können sein, wo wir nicht haben die Leute getreten, wo wir heute Sultan, wir sind große, sinnvolle Dinge in unserem Leben durchgegangen, dort gibt es uns ein Gefühl von Angst, von Scham und von Unsicherheit.
Und da könnte noch eine lange Liste be done, aber das ist kurz. So wir leben aus Wahrheit, wo die Menschen einmal, oder eben umgekehrt, wir leben diese Angst und das Schämen, diese Unsicherheit, wenn wir sind Angst dort, wann ich einmal mein Leben und Jesus geben, wann ich einmal jemand dort vertalen, dem wird helfen, was wird er denken von mir? Weil ich sind nicht der Einzige. Ich weiß den Ohren, was ich von Kampion treffe, und die Jesus reden mir so sehr an, ich soll mein Leben abnehmen. Ich werde dreimal halt ich stelle, ab mein Mord und will anwenden. Und dreimal kriegte bei den Feen, war er die Kraft in mir. Bitte ihr sagt, ich gebe dir die Kraft. Ich fuhr bei Tüß. Ich sah mir mal daheim, ging mir eine Stunde an, Jesus sitzt da, ich sagte, ey. Und ich gebe Jesus mein Leben. So versägte man die Anbetschütz und versägt so, und alles, was er kann, an die Sünde schuld, an die Angst, an die Schäme, an die Unsicherheit, an das Pferde, halt einmal waren sein. Warum wusste das jemand mitteilen, wenn es, was er denken von dir, und hör mal her, das ist quasi so schlimm. Und da wurde das so das schlimm. Da wurde das so das schlimm. So, wir leben mit dieser Angst, mit der Schäme, mit der Unsicherheit. Und dort kontrollt uns in eine Wahrheit, wo wir so negativ wurden, wo wir so unbeherrschbar wurden, dass wir Dinge tun, wo wir uns bis nach der Schäme merken, nach der Unsicherheit merken. Aber wir wissen nicht, wo wir mit handeln. Wir sollen bitte sagen, wir wissen vielleicht, wo wir Angst dort zu tun. Und so tun wir zusammen, wo wir sagen, na, das ist okay, das ist okay. Ja, du bist gar so schlecht. Du machst vielleicht schlecht, Leute, und oh, das ist nicht. Aber dort bin ich verlangen, wie nur was. Du hast ein Verlangen zum Loswerden von dir. Du hast ein Verlangen von dieser Angst, dieser Schäme, dieser Unsicherheit loswerden. So, das wird Kontrolle können uns einzig mal viel weh und eine negative Weh Kontrolle. Und der Heilige Jesus ist allen Tag durch, eben in uns anbetierter Leben, der wohnt nicht in uns, aber der ist durch und der will uns nur Jesus wiesen, wir alle keine Hand bringen. Dann soll wir dort Kontrolle haben, eine positive sieht. In der Sprüche Kapitel 13, Vers 1, du lest, wie es steht. Das sagt, ein Weser sehen, lass sich von seinen Vater belehren, aber ein später horcht noch keine Belehrung. Weißt du, wo wir mal die Tausch tun, dass nicht einer von uns legt, ist perfekt in das. Wir würden alle Tausch tun, wir haben nicht einmal unsere Allerie horcht. Wir haben nicht einmal dort getan, was wir wollen. Und viele von unseren Allerie sind vielleicht nicht mal betiert, aber die versuchten, das Beste, was sie können, dem uns abbringen. Okay, aber die Jahre, die sind, du sind, was sie alle, oder was sie, als der Dämon oder die Mutter, die sind bloß glücklich bei uns. Die haben es kein Sand, was sie gehört haben. Aber die meisten haben in einem unbetierten Tausch tun, haben die noch einen Sand für sich gewollt. Go to the down. So the word here is, that when we as wahre born, or we abhorchen unser King, or unser Vater Mutter, da können uns verbinden von vielen Dingen. Aber nun habe ich das anwende, was ich Leute die Tags lehrt, dass ein Weser sehen, lässt sich von seinen Vater belehren. Dort, dass wir als wahre born Menschen, wir sind Kinder Gottes, wir sind Sehens, wir sind Dächter Gottes. So nun will ich haben, dass wir uns belehren, Leute, von dem Vater. Wenn man ecken, die horchen down, und uns belehren, Leute, dann wird es wunderbar gehen ins Leben. Ich dachte schon mal, von den Menschen, die hier in der Konzert gingen und predigten, die wollten Missionare werden, die hatten ein leichtes Leben, die hatten nicht alle an Versicherungen. Ist das so? Ich sage, ich war das spätig Messer, das ist euer Dank. Warum auch nicht sein? Aber ich will dir ein Ding sagen, aus einer wahre geborene Person, eine Einschneidung und Fan, you are very precious to the Lord. Du bist sehr wertvoll für den Herrn, aus einer wahre geborene Person. Und dann ein anderer wird es, you are very important to Satan. You are precious to the Lord, but you are also important to Satan. Du bist sehr wertvoll für den Herrn, du bist sehr ungegräbt oder sehr wertvoll vielleicht auch noch für Sotan. Wenn Sotan weiß, wenn er die und mich als wahre geborene Menschen kann abhalten, dann kann er einen großen Port abhalten in dieser Welt. Die ambitierte Menschen, die brauchen dich abhalten. Die können bis von Gott weichhalten und eben brauchen dich abhalten. Aber wenn er die und mich als wahre geborene Menschen kann abhalten, dann hat er einen großen Port gewonnen. So hier sage ich dort, eine Weser sehen, lasse ich von seinen Vater belehren und wir alle die annehmen von uns Vater Gott. Dann wollen wir nur in den nächsten Kapitel gehen und eins sagt, eine Weise früh, büt er Hüß, eine, das ist ein bisschen sehr streng, jetzt sagt eine Schüssel, die überbracht er Hüß mit ihrer eine Hängdol. Bettweg habe ich gesehen, dort als, dort aus, wie ein Monsant oder ein Frühmensch, Bett habe die Abgabe zu hören. Und nur als wahre Geburte Mensch habe ich Bett die Abgabe zu hören, dass der Heilige Jesus uns leiden und führen kann. Zum Beispiel, Josef in 1. Mose Kapitel 37, hei wir ein treuer Mann, hei wir ein Gottesfurchter Mann, hei wir Gott treu, lange rein durch sein Leben. Als hei ist eingestappt wie in Ägypten, der ein Ding, was hei nicht getan hat, wenn hei von Sinn wachrannet hat, und hei ist in Gefängnis so, dann dort noch war ein Wunder. Und dort nicht lange hei wir ein Gefängnis angestellt, über die Menschen, die in Gefängnis. Aber wir sehen dort, Josef einmal durch sein Leben versuchen, ein klein bisschen Kontrolle zu kriegen über dort. Er hat einen Mann seinen Traum mit gelacht, und da wie sie ihr gefallen, er hat einen anderen Mann seinen Traum mit gelacht, und da wie sie ihr gefallen, wenn es der einer, der
wo deutsche merk wollen, der andere nicht. Der andere kann trainen und kann nicht gehen, und der kann trainen, bin kann nicht deine, so sei ihr schon. Dann seht ihr diesen Mann, frag mal her, wenn du Träber den König kämpfst, dann vertal den König, du hast ein Joseph in Gefängnis, der kann träumen sich leihen. Wie ist es, wenn wir ein klein bisschen Kontrolle nehmen? Gott, er kann nicht so lange Hand gehalten, er wird halt Jahre vorbeigehen. Von der anderen Seite von seiner Familie verkauft wird, von seinen Brüdern, in Ort lohnt wir, in einer Stadt wie, wo er nicht mehr zu tun hat, ist dann, nicht da, ich sage, nur wollen wir ein klein bisschen Kontrolle, wollen wir ein klein bisschen Versäge unterfüttern, vielleicht wird es schaffen. Und dann ging er noch mal ein paar Jahre vorbei, und nichts passiert. Als Gott in seinen Plan, in seiner Zeit, reit wird in Josef Brücke, dann holt er dem Charakter an. Und was Jesus sagt, uns leben auch einzimmer. Wir holen einzimmer lange rein, nicht, aber einmal sagen, nicht ist es nicht. Nicht ist meine Geduld alle. Nicht, wo ich mein Klima und Vater schaffe. Und das immer Gott Geduld haben. Das immer Gott. Ich weiß nicht von jemandem, aber mir einzimmer Geduld essen mit Kart. Ich denke, es ist immer so, Gott, ich wollte dich da mal mit uthalten, das dir ein bisschen zu lang. Aber ich wollte anders schaffen, nicht ist es Gott in seiner Zeit, in der rechten Zeit, ist immer reich. Und er kann dir mal ein bisschen lernen. Wie fing er, dass Jesus versagt hat? Jesus will haben, der uns in Hellen Jesus geben, als wer immer wir sind, was immer wir haben, wo immer wir mit Strahlen tun, dort wir in Demut und Abrechtigkeit noch ankommen. Das wird Gott von uns verlangt. Wir kommen einst mal durch ans Leben, wo die Mautlosigkeit so hoch kommt, dort wir unter der Mautlosigkeit leben tun, eben als wahre geborene Menschen. Und Gott will immer haben, dass wir über die Mautlosigkeit leben. Und ich will Ihnen sagen, wenn wir als wahre geborene Menschen, wir können dort nicht verbeten, dass die Mautlosigkeit kommen ans Leben. Wir können dort auch nicht verbeten, dass wir können einfach sagen, Disappointments werden kommen. Wo wir wurden beleidigt worden, wo wir wurden beschädigt worden, wo wir Dinge zu uns gedohnt worden, was uns bloß sehr deutlich gehen hat. Das können wir nicht verbeten. Das wird passieren. Aber wir müssen lernen, und ich besonders habe mein Leben versichert, wenn die Dinge, die Tide kommen, wo wir die Mautlosigkeit leben. Wir können so leicht unter die Mautlosigkeit kommen und du unter zu verzweifeln und Bettel und Dahl und aufgehen, was immer alles von der sinnhaften Donner, du nennen rutschen, und wir tun nicht, was Gott für uns hat. Wir haben mal einen Tag lesen in Römer Kapitel 5. Du Vers 3 sagt es ist das. Aber nicht bloß dort. Wir sind hier auch froh, wenn wir leiden müssen. Na, hier sieht das sehr angenehm. Hier hat es schon wahrlich. Oder hier sagt, ich habe wahrlich glauben. Ich habe wahrlich die Worte nehmen dort, wo das hier sagt, aber nicht bloß dort. Wir sind hier auch froh, wenn wir leiden müssen, weil wir weiten, dort wie der Leiden lehren, geduldig, standhaft zu sein. Standhaft sein, bietet unseren Charakter ab. Und dort wirkt in uns Hoffnung. Hoffnung lässt uns nicht zu schauen worden, weil es uns durch den Heiligen Jesus, der uns gegeben hat, Gott seine Leib in unsere Worte. Und ich sage immer, ich gehe es. Weißt du was? Paulus sagte zu den Römern, sagte, hört mal her, aber nicht bloß dort. Wir sind hier auch froh, wenn wir Lieden machen. Und Lieden bietet unser Leib ab in Christus, Lieden bietet uns Charakter ab. Einzig mit schlechter Charakter, vielleicht der südliche Charakter, Bastard von uns, von Stolzio. Wir fahren noch mal mit unseren Tschänger. Wir fahren noch mal mit unseren Eichepartner. Wir sagen noch mal Dinge zu unseren Brüdern und sagen dem Herrn, was wir selber, wenn die südliche Seele, der südliche Charakter, kriegt Bastard von uns. Aber hier sagt er uns, dass wir lernen in der Zeit Gott seinen Charakter in uns formen. Und das ist der Heilige Jesus. Dass Gott sein Jesus kann uns so dort mitbringen, als er dort für uns will. Ich denke uns einmal, wo ich mit mir arbeite, es war nicht laut geworden, wir haben lange gerast und das sind nicht down. Die Kinder sind meid, die Futter ist meid. Und dann wollte ich einmal ein bisschen alle sehen, wird kalt kommen. Und dann mache ich Gott froh um Geduld. Dann mache ich Gott froh um Halb. Ich sage, wo Dinge down, Dinge sei, wo meine Kinder auch gleich 10 Jahre lauter noch gerade was denken. Und ich werde also eine Wille gemerkt. Und das ist so wichtig. Du bist erst so wichtig, wenn wir schmeid wurden und wir haben lange Dauer gehabt. Dort, jemand sieht, dass es dort, merkt die never ever meid, dann wirst du never in der Grafe Sinn begonnen. Das ist ein Sprechwort. Das ist nicht in der Bibel, Grund dafür. Aber ever meid merken kann uns leicht dazu bringen, wo wir Dinge tun, die nicht gut sind. So einzimal eins im Leben, wo wir Beine sind, wo wir Strohle tun und wo vielleicht wundern, wo wir dort kommen. Wir müssen einzimal durchkommen, wo wir unseren Traum abgeben, dort Gott uns keine neue Vision geben. Man hat seine Vision als ein neues Ziel, ein frisches Ziel, was er die verdient mir hat. Und eins muss einfach in uns unbetütet leben, wir holen an, ich will hier festhalten, ich will anholen, ich will nicht loslassen. Aber weißt du was, wenn du nicht loslassen willst und dein unbetütet Leben und deine innige Gerechtigkeit, kann Gott dich never dort nie wiesen. Als ich dann in dir komme, was du, wenn hier jemand ist, was nicht Jesus kann,
wo anhält uns in die Gerechtigkeit, und wo du kommst und loslässt und sagst, Gott, ich habe alles versagt, was ich kann, ich sehe um eng, ich habe ein paar Dinge in meinem Leben, wo ich bloß nicht wollte, kann rausbringen, ich sehe Angst, was passieren wird, wenn ich dort bin. Und wenn ich dort habe, habe ich eine Angst über mein Hort, über meine Seele, was mich gebunden hält, wo ich bloß nicht will, was ich los soll. Bei Jesus, ich lasse los. Ich sehe reit um gehen. Ich sehe reit um die Leib, die Gnade, und nehme, was du für mich hast. Und das wird Gott will von uns. Und der Heilige Jesus ist allen Tag dort, um die in mir halten. Der nächste, was wir überchecken wollen, ist, Gott, der Jesus Christus, hat uns eine Gerechtigkeit eingestellt, wo du und ich kennen bei einem Leben, wo du und ich kennen Fährweg gehen, weil er kann, dass wir selber aus dem Leben jetzt abverleben. Wenn wir Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2 lesen, du fängst mit Aufschnitt, du sagst uns das dort. Brüder, weil Gott so viel Genut und Mitleid an dir bewiesen hat, ermutigt jünd auch jünden Charper Gott zu geben, aus ein heiliges Leben jet Opfer, dort Gott an jünd nehmen kann. Lot dort jünd jäßlicher Gottesdienst sein, und stahlt jünd nicht so han aus dieser Welt, der Gisellen, der jünd nie Gesinnung verändert worden, dort jünd weiten kennen, wird Gott sein Wellen, wird Gott an jünd nehmen, und vollkommen aus. Aus wahre geborene Menschen, Gott hat ein Ziel für dich. Aus wahre geborene Person, Gott hat ein Verlangen für dich. Er hat dir den Kraft gegeben, er hat dir den Heiligen Geist gegeben. Der volle Gott hat wohnt in jeder wahre geborene Person. Nicht weil er hat, dort wir bei dir kommen, wo wir aus dem Leben jetzt Opfer sind. Jemand sagt, du musst es dort. Der Trubel, wie man ein Leben jetzt Opfer, da kommt von Alter herauf krüppen. Im Alten Testament, da lädt jemand dort Opfer im Alter, und da bleibt du liegen, wenn es wird dort. Nicht weil wir uns Hand geben, aus einer wahre geborene Person, dort aus dem Leben jetzt Opfer. Einzig, weil wir dem Heiligen Geist nicht regieren lassen. Und das ist wie krüppen von den Alter herauf. Weil wir an der Innen war. Und Jesus will, dass wir seine Weg tun. So ist es gut sehen, wir können nicht Mutlosigkeit durch den Stich gehen. Gott will immer haben, wir sollen versichern, wo die Mutlosigkeit kommen und fair weg gehen. Noch ein Ding, was wir sagen, wir können auch nicht Stress in den Stich gehen. Stress kann jeden uns sein, Stress kann uns zum Guten sein, Stress kann uns auch viel Schaden tun. Ich lasse mich ein bisschen erklären. So ist es gut sehen, jedes Mal, wenn ich predige, geht es mir Stress. In langen Zeit immer, dann braucht der Stress mir eins mal rauf. Aber ich dort verstehe, das Stress ist ein guter Stress. Wenn es doch halt mir immer weiter denke, ich aus dem Mann, was ich glaube, Gott mich beropen hat, um Gottes Wort lehren, wiederbringen. Aber der Gott, was mir gibt, das Sieg noch immer menschlich. Ich sehe nochmal krank sind Menschen, sie sind. Und ich muss lehren, dass der Stress, was mir jedes Mal gibt, der dient dem Gott. Wenn es Gottes Wort rausbringen, wird ein Stress bringen. Das ist nicht stressfrei. Das ist das, wo immer du weißt, Gott sein live mitteilen mit jemand, für einzelne von denen wird es vielleicht leichter sein als für andere, aber du hast Stress. Du grabbelst die Hand rein, wie will ich das denn? Was will ich sagen? Und der Stress, der büht ab. Einmal hast du es überkommen und teilst du noch mit. Einzelne Mal nimmt die Person das an, du hast einen See, nächste Mal will die noch hier fahren und dann bist du ein bisschen mutlos. Sie haben dann so einen Fuß vor der Nase, sie sehen die, du meinst noch, was du das. Dann gehen wir unten die Mutlosigkeit. Dann steht und sagt, Gott, dann schreibt mir die Gelegenheit, Jesus. Ich lade dich nicht annehmen, ich lade dich nicht hören, aber das ist okay. Ich will mich nicht lade mal losmerken. Ich will parat werden. So Stress kann dem Guten deines. Stress kann auch nicht dem Guten deinem. Du hast gesagt, dass 70% von Menschen, die eine halbgunde Doktor sind, leiden unter verschiedenen Krankheiten, wenn er Stress und er Stil von Leben. Hier können die Leute nicht gehen, aber ich will kurz merken. Stress, wir können erst wie Stress über Dinge, eben aus wahre geborene Menschen, und es steht dort, wie Jesus dort vertalt oder ich Stress hat, go ich bis zu Jesus und sage, help me. Und Jesus ist so gnadenvoll, so lebtollig, so verständlich, wenn sie haben einen Heiligen Jesus gegeben, dort wird uns helfen. Aber eins, wo man, wenn Jesus kommt und das, wo die Gericht sagt, wir müssen abrechtig sein. Jesus will haben, wir sollen abrechtig sein. Dort ich sage, Himmel, Herr Jesus, ich werde so von dir aus dem Morgens hier reden, bitte, sich Jörg, wo mich Stress dort. Ich werde es nicht in Stress, wo mich schuhe und der, aber ich werde mich Stress dort. Und er sagt, dann, dass du mir helfen willst, kann ich mit diesem Stress nicht fertig gehen. Hier ist der Stress. Hier ist der Wort von mir. Und dann schafft er. Ich muss eins im Look tauschen und sagen, Herr, ich habe schon ein bisschen Angst dort zu tun. Und Jesus, hier ist die Angst. Die kostet die Angst. Und sagt, wait, du bist am Gericht zu sterben für dich. Die kostet die Angst an. Und gib mir die Frieden, Frieden. Fall mir ab, dass ich komme down, so dass du verherrlich warst. Dort halt mich immer wieder denken, dass ich böse Menschen, die es kriegt, das dient. Das hat mich immer wieder denken, dass der Name Jesus von mir gerät hat, von dir gerät. Und wie Gott ist, China, Herr, und ihr seid ohne. Alle überein. Ich tue alle überein wie Gott. Und das Wort von der Gott, Wort von Talent, Wort von der Persönlichkeit, du hast. Du wirst krank sich auch und ihr seid wie Gott aus alle anderen.
Du wirst gerade so hier und jetzt sagen, wie Gottes da wird, jeder Sinn hier wird Gottes bringen, oder hier singen das. Wie Gottes hier noch hier was so tun versägt, ans Entebelle, jemand als Bär aus dir, eben als eine wahre, eine Person. Er wird das arme, wahre versägen. Du hast es dir gesagt, dass unsere Seele in unsere Körper sind so durchtaubt, dass wenn wir eine Krankheit haben, wo Stress uns mit ungeriebe dort dort ist so durchtaubt, dass eine schlägt und eben nur der andere. So Stress in unsere Seele schlägt eben nur ans Körper, und da können verschiedene Dinge ans Körper anregen. Du hast gesagt, oder können sagen, wenn wir diesen Körper aufleben in den jungen Jahren, wo wir dann wohnen. Wenn wir Leute Stress und Mutlosigkeit und wenn wir ambitiert sind, sind Leute diesen Körper ausleben. Aufleben, wenn wir sagen, Jungs, sagen, lass mich ein Beispiel geben, was ich damit meine. Wir haben viel an der jenen Schaufenschrauben, wo wir leiden. Ich sah ein Ohr mit einem Mondtaub und der Leute sagt, wie auch verbrückt. Und er lief sich an, er hat bis nicht mehr Kraft im Schaufen, sein Körper wie verbrückt und nutzlos und nicht mehr bis nicht mehr übrig geblieben. Und der Leute auch so. Er nahm mich je und wie vertal und schließlich frage ich am, wo bist du? Und ich nahm, wo sei je? Und dann käme ich wie ein Jahr jünger sag. Das Mond hat so viel Lastas in sein Leben. Und der Lastas hat sein Körper so wie draufgebaut, so durchgebracht, so verbrückt gemerkt, dass er wie in jungen Jahren verbrückt. Und wenn wir nicht abhauen, als wahre, geborene Menschen, Leute stressen uns abklampen, Eier uns abklampen, Bärenes waren uns abklampen, dann kann dort alle ans Körper raufbringen, dort wird verbrückt, wo euer Gott will haben. Und ich wollte sehen, was er kriegt, die Mathe mit mir ziehen und ja, Hölle. Ich wollte das auch, ich nehme das auch an. Wenn du auf Gott Doktors, du wirst auf Gott Leute mir ziehen in diese Welt ankommen, wo wir einen Teil verbeben. In 1. Korinther 3, Vers 16 sagt es an sich, steht, wollt ihr nicht, dass ihr den Tempel sind, das Heiligen Jesus? Sie jede wahre, eine Person, was hier von dir aus sagt, ist der Tempel des Heiligen Jesus. Wenn es dort meint, Gott, den Moment, wo du Jesus annimmst, gibt dir den Heiligen Jesus. Und der wohnt nicht in jeder wahre, eine Person. Erst nicht mal, ob es ever der Mensch ist, im Alten Testament, wie, der wohnt nicht in jedem. Dann fingen wir an den Tag, wo uns vielleicht sehr bekannt ist, aber ich möchte ihn von dir aus lesen. Und dort fingen wir in Matthäus Kapitel 11. Und du sagtest uns, es steht in der letzten Phase, der 28. Phase, kommt alle noch mehr, dass ihr euch schwere Lasten gehen und bedrückten Meid sind. Ich will euch Ruhe geben. Lasst euch mein Joch ab und lehrt von mir, weil ich sie sanftmütig und von harten Deimütig in die Worte Ruhe fingen für jene Seelen. Weil mein Joch trägt nicht und meine Last ist leicht. Aber ich finde in der Bibel, das ist noch Teil an, aber das ist ein von den Tagen, wo es so klar ist, wo wir uns Stress lösen können. Wo es so klar ist, wo wir unsere Angst lösen können. Was so klar wisst, wo wir unsere Schämen lassen können. Wo er merken, die drei oder noch leben. Wenn es heißt, sagt klar, kommt, alle noch mehr, die in ihr Schuhe lassen gehen und in Bedreck sind. Zum Schluss wollte ich nach dem König David beobachten. Für wie ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn wir David in ihr Schicht betrachten, erste Könige, zweite Könige und in Samuel, dann hielt sich dort nicht fürken so, dass ein Säuer Gottes vor ihrem Mann wird, oder? Wo Gott sagt, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Oder die Bibel sagt uns. Und hier fangen wir einen König, wo eine große Verantwortlichkeit hat, geraubt wird von Gott, ein geräutet Volk lehrt. Und das Mann, wir kriegen den Mann, sagen dürfen die auch schon da sein. Da wir kriegen den Mann, ist all das, was dann an das Volk Israel leben wird. Es wird kein anderer besonderer Mann. Was Gott hat in diese besondere Abgabe gegeben. Da haben wir auch große Fehler in seinem Leben. Und wir fangen in Psalm Kapitel 51, wenn wir durch andrehen dürfen. Du sagtest uns, dass ein von Davids in den Psalmen fährt zu singen. Geschrieben aus dem Prophet Nathan Noamchaim, aus Heisig mit Bathsheba aufgegeben hat. Gott lässt deine Gnade über mich so groß sein, als deine Trüheit geleib ist. Du nur, als dein Jammerhaut groß ist, renne ich mich von meinen Sinn. Wasch mich aus dem Grund, dort ich nicht erreicht gehe, und renne ich mich von meinen Sinn. Ich sei meine Verschuldung in Ehren, in meine Sinn steht immer für mich. Ich denke einmal an diesen David, aus des Prophet Nathan nahm Chaim und sagte, hör mal her, hier ist das Mond, das ist ein reicher Mond. Und der hat einen armen Mond als du. Und das reicher Mond, der half Jahres kommt. Und das ist die Geschichte, das ist Daniel und Nathan dort vertraut. Und dann sagt Nathan zu David, sagt er, und der reicher Mond nahm dort den armen Mond, sein einziger Schub, ein Opfer dort für sein Fass, für seine reicher Freund. Und weißt du, was David dann sehen? Hat er sich das als Rechte. Sagt er, den Mann fehlt dort zu merken. Den Mann fehlt der Rechte. Und dann checkt da Nathan und ich stahl mich vor, hier stünde das König über Israel, hier stünde der Prophet von Gott. Und dann sehen der Prophet,
schickt David an, sagt er, du bist der Mann. Dann stelle ich mir vor, wenn David die Kraft hat, wo er hat, wie kann ich, er hat alle Kraft in Israel, in Jerusalem. Er könnte sagen, hör ich mal her, das kann so sein, aber du wirst morgen nicht leben. Die Kraft hat er. Sie haben den aufgeschraubt, da kennen ja jemand, wo sie nicht geworden ist, wo sie leben. Das ist wie ein Kraft aller Mann. Ob es Nathan dort nahm, sieht, sein Hut brüht, er bekannt seine Sinn. Und dort ist nicht so kalt, wo er alle wird, wenn er mit dir wirkt, aber heute darf ich wieder. So, was Gott will haben, kriegst du es mit David, was Gott will haben, ich kann du, von dem Moment, wo wir wahrgeboren sind, von du hin, oder du fährst, wo wir alle tun haben, verjagt Gott alle auf einmal. Das oft gelascht vorbei, ihr wasche. Das wird never mehr abkommen. Wo es wahrgeborene Person, wo wir noch waren, sind, wir wurden wahre Fehler. Und du willst in der Hand, dass ich du abrechtig sind. Dass ich kann du sagen, krieg Wort an dir in meinem Leben. Kriegst du es David. Das nächste, was wir sagen, kann ich David. Hey, wir besorgt, wann haben Angst. Wir wollen mal Psalm 55 lesen. In Psalm 55, und ich werde ein paar Versen lesen, du sagst es an, es ist von der vierten Verse um zu lesen, oder die fünfte. Mein Hort ist innerlich in Furcht, in Todesangst ist über mir gekommen. Ich sehe in Furcht in Zetteren geruhten. Mir haft eine grollende Angst und ja Schreien. Ich sehe, oh, wenn ich Pflichten hat aus einer Düve in Fluch, dann fluch ich weich, dort ich ruh hat. Ich würde weit weich fliehen und in der Wildnis bleiben. Ich würde mich spoden, dort ich nur meine Schuld platz käme. Weit von Windsturm in Avara. Was David hier tauscht, sagt, hey, wir mit dem Krieg. Und dort leid so, die Feind würde mir ankriegen. Leid so, die Krieg, was gehen an wir, die Kennis, was gehen an wir, du wirst keine Wahrheit reden, hey, würde hier zu einkommen. Und David, als Dämon Gottes, als ein König, über das stärkste Land, über das Land, wo Gott mit wir, stund tau, dort ich sie Angst. Furcht hat mir überkommen. Der stund tau, dort eine gräulende Angst hat mir überkommen. Ich sie so Angst, dort ich vielleicht sattet er sogar. Und das wie ein Mann Gottes. Aber was wir haben, wir abrechtig mit seinem Leben. Und weißt du, was das ist Gott? Weil Gott will haben, dass ich in dir abrechtig sein. Er hat uns in seine Gerechtigkeit, und er sagt, er hat uns der Jesus Christus gerecht gemacht. Er hat die in mir, dem Heiligen Jesus, gegeben. Und er will nur haben, dass wir abrechtig sein. Jesus, ich fehl hier für Jaffen. Jesus, ihr dachte, ich wollte nicht so. Ich stehe da. Jesus, ich sehe Angst. Ich weiß nicht, was passiert wird, aber was immer du der hier ist von dir. Es ist vielleicht mit deinen Kindern, es ist vielleicht, was immer du bist der hier, dass jetzt in uns sehr deip und du bist innerlich in Angst. Vertal Jesus dort krieg so, was du dir fehlt hast. Wo wir können sagen, Jesus, oh Jesus, hör mal her, ich sehe von dir Angst, willst du mir meine Angst wegnehmen? Und wenn man sagt, Jesus wird reden und sagt, du sagst mir, du hast Angst, aber sag mir mal, was hast du Angst für? Das kriegst du, wenn ich gehe und meine Freunde vertellen und sage, hallo, und dann verstehe du, und dann sagt er mir einmal, na, was meinst du? Vertell mir, krieg, was du meinst. Ich kann dich an Ohren nicht verstehen, wenn ich krieg, sage, was ich meine. Ich mag dort sagen, was ich meine, und dort mein Freund, aber er mag erst mich verstehen können. Kriegst du jeder zwischen uns und Jesus. Und du darfst uns dem Heiligen Jesus geben, dass ich in deine Jesus kommen und sage, hör mal her, ich habe gefehlt, hör mal her, ich lebe in großer Angst. Das ist eine Angst in mir, was ich nicht los war. Und die Angst muss vielleicht eins auf den Kindheit kommen. Die erstmal, was du hörst oder was passiert, als du klein wirst. Und die Angst ist noch einmal mit dir. Die Angst hält vielleicht sogar ab, dass du nicht mal kannst in Jesus kommen. Und jedes Mal, wenn eins was passiert, was sich die Angst legen, dann wirst du aber aus seiner Angst in dein Leben. Und Jesus will er abnehmen. Da kann sein, als du besser abgewachsen warst. Da kann sein, als eine ältere Jahre. Das eins, was mal geworden in deinem Leben, wo du so Angst warst, dass du fängst mal rein unter Flotte, vielleicht so überlegt warst, du weißt nicht, woran gehen kann die. Dann hat er dann immer Angst. Und jedes Mal, wenn eins wird vielleicht so regt, dass du dann regt dein, so hier, dass du dann hier dein, er ist ein Schäf, was sich vielleicht am Messer hier, dass der Schäf, wo du dann wird, dann fängt er an andere in die, und die Angst kommt mal drei. Und Jesus will haben, und sagt, hier sehe ich, diese Angst, will ich nicht mehr, diese Angst, merkt mir sehr überlegt. Ich gebe dir nur die. Und ich lade die nehmen. Und ich frage Jesus, dass du mein Hort abfällst, mit Fried, mit Fried, mit Leib, dass ich diese Angst überkommen kann. Und er wurde dann. Der nächste kriegst du es mit Stress. Stress ist kriegst du, da konnte im Gauden deine zum Ernst, da konnte auch ganz viel Schuhe an deinem. Dann so wie das letzte Ding, David, unerkannt, dass er jetzt immer sehr doll ist. In Psalm 42, du lest wie ein Tags, 42, Vers 6, du sagst dir dann, es ist das.
Warum bist du so bedrückt, o meine Seele? Warum so arruig in mich? Verlot ich ab Gott, weil's ich war am noch danken. Mein Heiland und mein Gott. Meine Seele in mich ist dulgedrückt. Du wehen, denk ich, noch immer. Und die von den Dan, aus wie im Jordan wären, und an den Hügen Harmon, ab den Glickenburg. Na, jetzt die Tränen, er denkt an, David war, er denkt an, wo er das so gut hat, warum das so schön hier. Wenn die Jürgen in sein Leben, wo er das schrieb, der hat er vielleicht rot vorbei, in Schrift, sagt er, meine Seele ist bedrückt. Meine Seele ist dulgedrückt. Und weißt du, was passiert? Lass mich das versichtig sagen. Ich weiß, was das ist, wenn jemand in der Familie gestorben hat. Das trägt einen durch. Das merkt ein Ding auf Feile, was er nicht rausbringen kann. Das ist bloß. Und wenn wir dann abrechtig sagen, Jesus, ich weiß, es ist all okay, was du warst. Aber mir der das weiß. Weißt du, du sind zwei Dinge, wenn ein Mensch stirbt, das sagt, er verstehe nur, und ein Teil anders sein. Das ist, wenn der Jesus all genommen hat, wie weiß der erst bei Jesus? Und dort hat uns Frieden. Dann aber, ihr habt ein Weihe feil. Wenn's Gott hat die in mir, ihr merkt ihm Gemeinschaft haben. Aus meinem Mom lang drei Straft, der muss sein Wein, ich bin noch anbetiert. Da wird ja eine Weihe, halbe Monate hier rot, im Haus, die wieder direkt hängen, und ich sage, ich will nicht mehr rot. Vor ihm, das sagt. Dann ist Jesus mir annehmen, ein Kind Gottes vor, dann kann ich viele Dinge verstehen, und ein Kind, der hunde Menschen dort, meine Mom, wir werden eine Weihe über eine Person. Und dort freue ich mich. Dann käme, wo mein Vater starb, und weil ich dann wird, dann fällt ich mir aus einem Orphan, aus einem Wesenkind. Wenn sie wieder meine Bäder wieder wei. Und so groß als ich wäre, so alt als ich wäre, ich fehle mir aus dem Wesenkind. Und ich muss zu Gott kommen und sagen, es ist okay, das ist wei. Ich habe keine meine Hand davor aus meiner rechten Eltern. Ich kann nicht mehr mit meinem Vater reden, ich kann nicht mehr mit meiner Mama reden, ich kann meine Stiefmama, kann immer durch und vor und spazieren, aber das ist wei. Und ich muss tauschen, Herr, das ist wei. Wo ist die Idee? Wei, ich fehle nehmen. Und fehle dir auch mit Freude, halbe mich damit. So passiert auch ein großer Wei, ich fehle, was nicht mehr gestorben wird, der noch hat. Jemand sagt, was er dir, jemand dir, was er dir. Dort habt ihr so ein großes Weihe, weil Leute vielleicht von der Werk nicht freilich schlucken können. Dort habt ihr vielleicht so ein großes Weihe, weil Leute mal reich ein Weihe, weil ihr es in deine Brust. Dann gehen Jesus und sagen, Kreib, was passiert das? Nicht an einem Schutz, sondern sagen, Jesus, was der Mann, die Person, die mich sehe, dort habe ich mich sehr deib schneiden. Die machen vielleicht, was ihr meint haben. Und wenn die dann auch so meinen, dann ist das okay. Ich weiß, du bist mit mir. Und ich will, dass du diese Weihe feilnimmst. Ich will, dass du mich heilen lässt. Mein Hort war ein Frieden, Frieden gibt. Und boah dort, wo ich Jesus, dass du mir dein Leben gibst, wo in mir wohnt, dass ich dich an so einem Praktis hat, um deine Person so leben, als du wirst. Wollt ihr, dass ich einmal hier in diesen alten Niefel sehen in der Tür? Der Welt ist es dort. Der Welt gerade an mir dreht. Wo ich kann dir, als war ich über eine Person, eine Lehre. Wir wohnen, stehen in Gott seine Gerechtigkeit. Wir stehen 100% gerecht für Gott. Gott hat uns in Heiligen Jesus gegeben. Der Wund verfallen uns. Er will nur haben, ob wir aus dem Leben nicht abfallen können. Und Jesus will haben, dass wir abrechtig sein. Das wird heute verlangen. Und wenn wir so viel Dollar wieder tun, so viel Bereiche in unserem Leben. So viel Dollar wir uns haben geben und sagen, Jesus, yes. Ich bin so dankbar, dass du mir ratest. Ich bin so dankbar, ich weiß, dass die Dach schon mit dir sind. Aber ich weiß, solange ich noch hier sehe, dass Paulus sagt, werden noch verschiedene Dinge in mein Leben ankommen. Ich weiß, du wirst Mautlosigkeit ankommen. Ich weiß, du wirst sehr kleine Weide ankommen. Ich weiß, dort, wenn ich nicht abhoste, ich werde nicht heimzwarren, aber da wird mir was sehr Schlagfeile merken. Weil Jesus bewahr mich und halt mich, wenn die Tide kommen. Dort, ich will lernen, wo wir die Mautlosigkeit bleiben. In Gott, ersten Hand, abrechtig sein. Bei uns nicht im Gebet. Vor dem Himmel, wir danken dir, dass du so ein Leben hast für uns. Du wirst dort euer, du uns zu neuen Menschen möchtest, dass wir noch fehlen würden. Wenn wir wohnen und haben in diesem sinnlichen Körper. Bei der Tag kommt, wo du gesagt hast, wir werden frei werden. Es ist durch den Tod oder es ist durch den Wahrer kommen. Wo immer das ist, Jesus, du hast gesagt, wir werden einen verherrlichen Körper kriegen. Jeder wahre, jede Person wird einen verherrlichen Körper kriegen. Und ich danke dir dafür. Ich frage auch, Herr Jesus, da, wenn ich jemand ist, von der Wort, die nicht kann, der aus dem persönlichen oder eher persönlichen Helden rara, musst du dir die Kraft geben. Und was immer ist, und er hört, was dich abhält. Und was du stattdessen, musst du dort den Weg nehmen, der dir aufmerken und sagen, bis komm. Ich bete, musst du die Person auf den ersten Stub nehmen, um die Kraft geben, um kommen, um die annehmen. Wenn sie wieder uns selbst kennen oder nicht, du frage ich, Herr Jesus. Wenn es dein Wort wiest uns klar, dass alle Menschen wo abstehen, aus Betierter oder Ambetiert. Der Betierter steht ab für eine Eiwe-Reichtigkeit, die man dient hat. Der Ambetierter steht ab, dass man Eiwe-Hallen angehen.
in nächster Gelegenheit. Dankeschön, Jesus, für dein Wort. Mach deinen Heiligen Geist, dein Wort brücke, dem die verherrliche. In Jesu Namen. Amen. Wenn ihr Ehrens Fragen haben über das Programm, dann könnt ihr uns auf unseren E-Mail schreiben, rdeuneufeld09@gmail.com oder auf ein WhatsApp-Nummer 591-770-6011. Ich wünsche euch alle eine gute Weg. Gottes Recken Segen mit euch.